Ja, uns wieder bei Lamulana 2. Beim letzten Mal haben wir das Mausoleum des Dark Lords erforscht und wollen in diesem Part nicht nochmal hingehen. Mir ist nämlich so ein Gebiet wieder eingefallen, was ich auch schon hätte sehr, 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 sehr lange erforschen können. Was ich irgendwie nicht gemacht habe. Fragt mich nicht warum. Guck nochmal kurz, ob Mulbrook noch was zu sagen hat. Anhaltig Eis, ja. Nicht schmelzbares Eis im Shrine of the Frost Giants. Man kann es schmelzen, indem man es aufheizt. Tja, es gibt irgendeine Maschine. Okay. Das war sehr hilfreich. Pink Wavy Barrier. Was redest du? Worüber redest du? Klingt süß. Du brauchst Kleidung, die dich beschützen sollen. Okay. Also noch so. Ein Gegner, der nicht mit Waffen besiegt werden kann. Also brauchst du einen Weg, in dem du keine Waffen benutzt. Oder Squash It. Ja gut, das war schon der Gegner im Shrine of the Frost Giants, den wir schon besiegt hatten. Und das war's. So, jetzt mal weg mit dir. Und zwar haben wir ja diese linke Plattform hier ja vor Ewigkeiten mal erzeugt. Ich bin nie auf die Idee gekommen, einfach mal nach rechts rüber zu hauen. Um da reinzugehen, weil hier brauchen wir auch nur zwei. Ja. Guardians, um da reinzukommen, wir können hier sehr, sehr viel früher hinkommen. Und zwar das Gate of the Death. So, das Gate of the Death wurde kreiert, um die Amana zu versiegeln. There is a basic enigma. Ja, es hat den Raum gekrümmt, wie auch immer. Und es verbindet zum roten Tor. Na, ich bin jetzt mal direkt voll auf den Gegner drauf. Ja toll, da komme ich jetzt auch nicht mehr dran. So, hier haben wir den Detton. So, hier haben wir solche Tore. Die drehen einfach alles um. Und plötzlich stehen wir auf dem Kopf. Und, meine Damen und Herren, hier bin ich zum ersten Mal auch gestorben, als ich reinkam, weil das Ding tötet einen Insel, wenn er auf einem drauf fällt. So. Und tschüss. Der hat sich gerade verabschiedet, der Gegner. So, können wir nochmal drehen. Da können wir nämlich jetzt auch hier das hier aktivieren. Und es passiert nichts. So, du musst an der richtigen Stelle sein, oder es wird nicht so klappen, wie du es möchtest. Ja, das heißt, wir gehen jetzt einmal nochmal zurück. Und drehen den Raum nochmal. Und dann, genau, öffnet sich auch die Truhe. Also man muss schon, also man muss es zwar aktivieren, aber man muss auch richtig rum sein, damit die Truhe sich auch öffnet. Okay, noch weiter ins Sacred Orb. So, was haben wir denn hier jetzt weiter? Wieder so ein großes Ding hier unter uns. Da haben wir auch schon einige gesehen mittlerweile. Ich glaube, vielleicht sogar schon alle? Kann sein. But I'm also right up. Ja. Moment. Der hat, glaube ich, noch einen anderen Gespräch. Erstmal, wenn man hier unten zuerst hingeht. Nee, oben meine ich hier unten. Da haben wir gesehen, da sind ja zwei Türen. So, so. Und jetzt hier. But I'm upside down. Das ist quasi das erste, was man liest und danach das andere. But I'm also right up oder irgendwie so. Der sagt dann einfach irgendwie, er ist auf dem Kopf, aber irgendwie auch schon richtig rum, ne? So. Da ist auch nichts weiter. Oh, hier ist noch eine Tür. Oh. Ich kann mir einen Bounce Shot kaufen. Okay. Dann tue ich das auch einfach mal. Dann kann ich nicht durch. Autsch. Dann gehen wir hier mal nach oben. Also ich glaube, wir kriegen auf jeden Fall noch ein paar coole Sachen hier in diesem Gebiet. Da oben zum Beispiel ist noch ein Ding, an dem ich nicht drankomme von hier aus. Map, map, map. Ach ja, die da mal so tun wir ja nichts mehr. So gut. Was hast du hier? Wir, die fünften Kinder, wollten zu viel. Kraft über den Tod, eine Pyramide, die den Himmel erreichen kann und eine Pyramide, die auf die Erde fallen würde, um in Kontakt mit um in einen Vertrag mit Dämonen einzugehen. Soll ja keine Überraschung, wenn solche Leute mehr Kraft als die Mutter bekommen.
Es waren die Amana, die von Ra angeführt wurden, die diese Kraft gesucht haben. Und nichts ist passiert, als ob die Zeit hier selbst in Atlana stehen geblieben wäre. Und vor vielen Jahren begann ein Krieg. Das ist also, als auch Ra angefangen hat zu handeln. Wie er kann ich auch die Sonne kontrollieren. Vielleicht war ich es, der Ra in die Chimäre verwandelt hat. Okay, wenn du sagst. Für den Raum müsste ich... Umgedreht nochmal rein. Diese kleinen Viecher sind auch nervig, weil die ständig am Rumspringen sind. Und du... Geh weg. So, Set. Der von den Enid weggelaufen ist, halt über die Erde. Hold sway. Obwohl er das Land verlassen hat, klingt seine Stimme immer noch wie ein Donner. Oder so. Halt seine Stimme wie Donner. Hier oben kann ich es auch nicht drehen. Was wäre denn weiter rechts? Ah, ich sehe da unten rechts was Schönes. Die das weiße Siegel bewegen, werden, ja, Judgment. Über die wird gerichtet. Die das wahre Siegel machen wollen, brauchen nur ein leichtes Gewicht. Ja, komm ich nicht dran. Echt nicht? Kommt man da echt nicht so weit? Nö, aber ich merke gerade. Kann ich nicht... Ist hier eine Wand? Ja. Schade. Das von hier aus kommen wir da nicht hin. Wir fallen erstmal. Ganz tief. So. Ja. Das ist sozusagen der Harasho Ayase. Ja. Nein, ich wollte es nicht drin. Ich wollte erstmal über mir in die Tür gehen. Wobei, guck mal, da unten ist ein... Aktivieren wir das mal. Was passiert? Okay. Es geht nach oben. Und bleibt dort. Okay. Hier ist nochmal eine Truhe. Was ist das? Ja, weiter runter? Ne, so komme ich auch nicht weiter. Ah, aber das kann ich angreifen. Und da ist ein Siegel. Ah. Bringt mir auch nichts weiter gerade, aber da oben haben, man sieht da oben, das ist so ein Ablageding, was diesmal weiß ist. Nicht braun, wie sonst. Wobei, das ist vielleicht sogar ganz gut, dass ich das jetzt alles gedreht habe und jetzt hier wieder gelandet. Okay, ich habe die Maske kaputt gemacht. Die Maske, hier wieder gelandet bin, denn jetzt kann ich da oben, oder da unten jetzt, man muss immer, man dreht es ja ständig, auch das Siegel auslösen. Und da oben ist eine neue Waffe. Nice. So, das Vajra-Artefakt ist, ja, die Verkörperung der Kraft der Waffen. Es bringt die wahre Kraft der Waffen raus. Jedes Mal, wenn eine Waffe geworfen wird, rausgeholt wird, zeigt sich die wahre Kraft. So, kann ich hier jetzt erstmal nichts weiter machen. Was haben wir denn hier? Ich glaube, hier kann ich... Hallo, Unicorn. Oh, ich darf nicht mehr raus. Wie besiegt man dich nochmal? Ich krieg gerade auch nur auf die Fresse. Man kann ja auch nur am Kopf erwischen, oder? Also zumindest da leicht auszuweichen. Sagte er und sprang in sein... Okay, wir porten uns raus. Hab irgendwie gerade nicht so ganz gesehen, wie ich den mal eben spontan... Weil ich hätte wahrscheinlich mit Shuriken besiegen können, ne? Die ganze Zeit werfen. Das hätte mir vielleicht erstmal hier hingehen, so zum Heilen. Wir haben zumindest die eine Waffe schon mal freigeschaltet. Sprich, wenn wir da hingehen, können wir die auch direkt holen. Wäre aktuell dann wieder unsere stärkste Waffe. Wie viel Shuriken habe ich eigentlich? 48. Ich kaufe mal eben noch ein paar. Nicht, dass ich viel Geld noch hätte, aber... Hier kriege ich keine. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen Geld sammeln. Wir haben ja jetzt mittlerweile die Geldfee. So. Dann jetzt aber zu Immortal Battlefield.
Und wieder zum Gate of the Death. So, erstmal dahin speichern. So. Überleg, ob man irgendwie auch anders hier rein kann, ohne das Ding hier auszulösen. Allerhöchstens mit dem. Mit der Grapple Claw von oben runterfallen lassen von links und dann zack rüber. Ich sehe gerade, ich kann auch da oben lang. Dann lande ich wieder in diesem Raum, den ich umgedreht hatte. Guck mal, ich kann die Tafel da lesen. So, das Dark Starlord Mausoleum ist der Ort, an dem die Amana residieren. Das Tor, was dahin geht, ist versiegelt durch vier weiße Pedestals. Ja, sie richten der es wagt, irgendwas da drauf zu legen. Sie werden nur auf ein Gewicht reagieren, was so leicht ist, dass es nicht auffällt. So, jetzt kann ich da zumindest mal lesen. So. Hier ist es, wo wir die Enid von den, die Mana versiegelt haben, leben. Das ist, wo die fünften Kinder wurden hin ins Exil geschickt und wo wir weiterhin Krieg führen. Ra, der Anführer der Amana, behauptet, er ist die Personifikation der Sonne und sammelt immer noch Kraft. Ra und seine Follower, seine Folgemänner. Ja, genau das. Planen diese Kraft zu benutzen, um sich selbst zu befreien vom Einfluss der Mutter und versuchen, ihr Clan zu entkommen. Wir können sie nicht mehr versiegelt halten. Warum bist du hergekommen? Um Ra zu besiegen. Vier weiße Siegel wurden angewendet, um das Dark Starlord Mausoleum zu versiegeln, wo Ra ist. Breche sie alle und das Gate zum Dark Starlord Mausoleum wird sich öffnen. Zwei der Siegel sind im Unicorn Room und Room of the Dark Knight. Die anderen beiden wurden versteckt, dass sie nie wieder gefunden werden. Unicorn waren wir letztens erst. Oh, es passt sogar wirklich darüber zu gehen. Eigentlich. Die Combo. Da an die Wand, dann darunter. So, die Antwort liegt nicht bei einem einzelnen Fußabdruck, Fußspuren. Eine Fußspur? Das ist eine Fußspur? So. Der Unterweltherrscher der fünften Kinder ist Osiris. Er ist eine bemitleidenswerte Figur, die in Krieg verwickelt war und in die Unterwelt verbannt wurde. Ich habe gehört, er wurde zum Wächter von geheimen Schätzen tief in der Unterwelt gemacht. Ich habe auch mal in die Unterwelt betreten. Ich habe versucht, mit unseren Geheimtechniken Osiris wieder zum Leben zu erwecken. Und während ich dort war, habe ich von einer Fee mit einem Schlüssel gehört. Noch tiefer runter, hinter dem tödlichen Fluss der Unterwelt. Und eine Fee wird dort gefangen gehalten. Ja, gut zu wissen. So. Schauen wir hier weiter jetzt. Kann ich da irgendwo rein? Oh, nein, aber ich kann das kaputt machen. Aber ich komme nicht dran. Geh mal weg. Wobei, Moment. So? Nein. Vielleicht, wenn ich das dann ganz so umdrehe, vielleicht nochmal. So, was steht hier? Einer und nur einer allein überlebt. Meh. So, weg mit dir. So, die fünf Statuen. Von den fünf hat nur einer, ist nur ein Kopf noch intakt. Das wäre hier der vierte. Okay. Na? Ich glaube, es ist offensichtlich, was man hier machen soll. So, du hast es soweit geschafft, Natadeko. Aber nicht weiter. Bin ich jetzt eingesperrt? Tatsache. Und dann würde ich sagen, die da. Gut, dass ich mich nicht wegbewegt habe. Wobei ich sagen muss, hätten die mich da reingeschmissen, hätte ich da vielleicht auch dann sterben können, oder? So, dann können wir hier einmal umdrehen. Und da unten die Truhe holen. Und da ist nämlich drin das Vajra. Davon haben wir gerade ja noch gehört. Und zwar, dass es dann
die Waffen verbessert. Und zwar, wenn ich jetzt einfach länger angreife, mache ich so eine andere Animation noch und greife quasi noch weiter an. Kann ich auch hier mit zeigen. Oder hier. Das ist ziemlich cool. So. Ich glaube, ich möchte dann einmal nach da unten. Und zwar. Ne? Ich dachte, ich könnte die Wand da kaputt machen. Komm ich da nach oben nochmal? Ich glaube nicht. Doch. Never mind. Weißt du, irgendwo in diesem Raum war noch ein Secret. Ich dachte, da unten nicht reinfallen, sonst komme ich nicht mehr raus. So, aber jetzt komme ich zumindest da erstmal dran. Da. So, haben wir Unicorn bekommen. So, dann einmal hier vorsichtig runter. Na guck mal, unter mir ist auch wieder so ein weißes Ding. Ich komme wahrscheinlich nur noch nicht dran, aus dem aktuellen Standpunkt. Na, komm. Oh. Ich kann auch einfach hier durchgehen. Dumm die dumm. So. So, Glacia Labolas. Chicanery ist magisch. Er wird versuchen, die Gegner zu verfolgen. Selbst im Tod. Von einem Olympian. Oh, hier komme ich nicht durch. Und hier komme ich auch nicht mehr raus. Nee. Nee, jetzt kommen wir wieder nicht raus. Das heißt, wieder mal rausporten. Ich brauche auf jeden Fall mal den Speicherpunkt hier drin, um mich nicht ständig ins Immortal Battlefield zu porten. Der schmeißt erstmal eine Bombe nach mir. So. Wenigstens ist der Weg gar nicht mal so weit zum Gate of the Death. Gehen wir erstmal wieder nach links. Ich möchte immer noch die eine Waffe da holen. So. Muss nur gucken, wie ich da nochmal hochkam. Runter. Oh Gott. Ich glaube, ich muss das umdrehen. Dann. Da links hoch. Ja, das sieht richtig aus. No! Okay. Schmeißt mich runter und steigt selbst auf den Fahrstuhl drauf. Lasst mich da drauf! Mano! Kann ja nicht so schwer sein. So. Wir haben unser Katana bekommen. Das gab's auch schon früher. Greift er so nach unten an, aber wenn ich das so weitermache, greife ich auch nach oben an. Und? Ja, damit kann man anscheinend auch diese Geister one-hitten, habe ich gerade gesehen. Katana ist, glaube ich, aktuell unsere stärkste Waffe. Von den Schadenswerten. Die Peitsche hat anfangs 2 gemacht, mittlerweile 4, weil es ja die verbesserte Version ist. Achso, irgendwas dreht sich im Hintergrund. Wollte gerade sagen, was passiert hier an der Seite? Also wieder 2, jetzt aktuell 4 durch die Chain Whip. Hier haben wir 3 Schaden. Ich glaube, hier waren es auch 3. Und hier haben wir 5. Heran. Komme ich da oben hin? Mal ausprobieren. Müsste eigentlich. So, ja. Da kommen wir. Das ist Unicorns Room. Nur umgedreht. Da bringt mir nichts. Gucken wir, ob ich hier irgendwo hinkomme. Nicht so wirklich, weil ich da immer noch nicht dran komme. Muss quasi umgedreht in diesen Raum kommen. Boff. Machen wir von hier aus noch weiter unten eigentlich. Wobei, eigentlich möchte ich in den Raum über uns gelangen. Von daher drehen wir einmal. Das geht so. Einfach runtergefallen. So. Erforschen wir hier mal ein bisschen weiter. Und tschüss. So, was haben wir hier noch Schönes?
Das weiße Pedestal liegt im Raum mit 5 Statuen. Spreche die Worte, die Ra repräsentieren. Na gut, Ra ist so irgendwo der Herrscher der Sonne. Das heißt, wenn wir wieder in dem 5-Statuen-Raum sind, mit dem Mantra einfach mal Sonne casten. So, hier kann ich auch nichts machen. Das Ding da unten kann ich auch nicht drehen oder irgendwas mitmachen. Ne, leider nicht. Hier kann ich nichts machen. You serious? Wobei doch, ich hätte da oben einfach da durchgehen können, da wo die Truhe ist, und da runterfallen, um zum Speicherpunkt zu kommen. Jetzt habe ich es gesehen. Aber trotzdem, you serious? Einfach mal zerquetscht. Wir müssen uns die Waffe jetzt eben nochmal neu holen. Ich glaube, sonst habe ich nichts geholt jetzt. Ah. Wunderschön. So, kurz warten. Oh Gott, fast habe ich runtergefallen. Das wollte ich nicht. Wenigstens töte ich die auch mit. Mal gucken, ob mir wieder denied wird, den Fahrstuhl zu nehmen. Diesmal nicht. So. Let's try this again. No, no, no. Lass mich einfach in Ruhe. Will hier nur durch. So komme ich hier nicht durch. Das war schön. Einfach durchlaufen. So, hier kann ich nichts machen. Und dann wieder hier rüber. Und drehen. Und hoffentlich nicht wieder zerquetscht werden. So. Genau, da sehe ich das gerade nämlich. Da kann ich nämlich einfach runter. Und dahin. So. Hier haben wir das Gate of the Death. Das Land, wo die Pyramide, die zum Himmel führt, versiegelt ist. So. Hätten wir das schon mal. Und jetzt können wir auch hier durch. Und das da aktivieren. Die Truhe da schon mal aktiviert. So, und die zu aktivieren. Komm, ja. Lass mal schön hier töten. Kann ich das Ding da erstmal jetzt aktivieren? Dann scheint da der Block. Das muss ich kurz mal nachdenken. Ich muss den ja wahrscheinlich dann da hinten rechts hinschieben. Wenn ich ihn jetzt hier runter schiebe und hier runter und dann bis da hinten hin. Ja. Und dann einfach einmal die ganze Chose drehe, sollte ich ja da dran kommen. Wobei, wenn ich jetzt einfach nicht mehr weiter bewege, sollte er ja trotzdem dann wieder reinfallen, oder? Trug. Okay. So komme ich schon mal nicht. Ach ja, das Ding da oben muss ich nochmal lesen. Aber ey, zumindest komme ich da jetzt dran. Was ist, wenn ich mich jetzt einfach wieder hin porte? Bin ich dann richtig rum oder falsch rum? Falsch rum. Aber gut, ich kann das ja eben drehen. Jetzt nochmal nach links gehen. So, wie machen wir das jetzt am besten? Habe ich nicht angegriffen. So. Ich spiele auch echt in alles rein, ne? Nice. Aber jetzt sehe ich wenigstens, bis wohin ich das schieben darf. So, bis dahin. Und den Rest kann ich ja jetzt eigentlich... Moment. So. Andersrum auch schieben. Genau. So. Perfekt. So, und jetzt porten wir uns wieder zurück.
drehen das nochmal und holen uns da mal eben die Truhe. Die erwischt mich immer wieder noch. So, was war jetzt drin? Jagu Map Street. Oh, Map Street. Das ist nice. Das ist nämlich die Erweiterung für die Karte. Wodurch wir jetzt teilweise auch sehen können, wo was ist. Zum Beispiel, dass da jetzt die Sprechblase ist, da man mit irgendjemandem reden kann. Da links ist quasi das eine Seelentor, wo wir hergekommen sind. Das rechts unten ist ein Tor, wo wir halt auch durch können irgendwann. Und halt auch die Map. Map? Nee. Hier. Ihr wisst Bescheid. So, das muss ich erst drehen. Ach, guck mal, hier ist sogar Eis. Und ich glaube, man sieht auch offensichtlich, dass da links wieder Todesfallen sind. Dann drehe ich das einmal kurz. Guck mal, ob ich das auslösen kann. Hm, aber nicht von hier. Ja, ich muss von weiter oben kommen. Ich glaube, ich gehe erstmal zurück und speichere das erstmal ab, dass ich hier den Stuff bekommen habe. So. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns einfach hier noch ein bisschen weiter. Wir haben, glaube ich, hier noch ein bisschen was zu tun. So. Heilung bekomme ich auch bald. Müssen sowieso auch hier diese weißen Pedestrals finden, noch alle. Richtig rum am besten. Naja, ich würde sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.